Juhu! Hey Leute, das ist MacManias! Ja, herzlich willkommen zurück zu Crit 2. Und wir wollen gar nicht lang fackeln, wir machen gleich weiter in Events. Wir haben noch ein paar WSR-Events, wollte ich sagen. Und zwar den Auto-Express-Rennserie. 4 Eventrunden, das ist reichlich. So, und da fangen wir auch gleich mal an. Nur, ich wollte mal mein... Upsa, mein Timer müsste ich noch stellen. Oh, da können wir auswählen zwischen den SRS AMG GT3 und den R8 LMS Ultra. Das ist natürlich mal richtig nice. So, wir nehmen aber mal den, weil der ist auf Grip ausgelegt. Und ich stelle nur mal ganz eben noch schnell meinen Timer. Moment. So, okay. Ja, wunderbar. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir nähern uns ja immer mehr dem großen Hauptevent. Mit unserem Fanzimmer ja auch. Ich glaube, wenn wir die Rennserie gewonnen haben, haben wir auch genügend Fans. So. Und dann geht's auch gleich mal los. Langsam hast du einen Ruf als Kamikaze-Starter. Was? Nicht gerade das, was wir wollen. Ach, erzähle nicht. Ich schon Kamikaze-Starter. Attention, ne? So, das haben wir schon mal an den ersten zwei vorbei. Wo sind wir denn überhaupt? Platz 8. Scheiße. Ich muss ja einfach mal noch ein bisschen zurückrutschen. Ich habe noch nicht die optimale Sitzposition. So, rum ums Körbchen. Ja, wo wollen die alle hin davon? Oh, hier können wir Vollgas fahren. Und hier bremsen doch einige ziemlich stark. Sehr nice. Los, übernimm seine Position. So, Platz 7, Platz 6 und es geht weiter voran. Und Leute, ich kann euch eins sagen, es ist so unglaublich warm. Mir steht hier wirklich das Wasser schon auf der Stirn. Man sieht es jetzt vielleicht noch nicht so richtig, aber ich sitze ja am Dachgeschoss. Ihr seht, heute war ein Spitzenwert bei uns 35 Grad bei uns. Ja, und hier im Dachgeschoss bei mir, da sind es auch gute... Ja, die Waffe und weiter geht's. So, aber wir sind auf Platz 1. Oh, das war der falsche Knopf. Irgendwo ist hier noch einer. Ah, da genau neben uns. Sehr schön, da sind wir auch dran vorbei. 3 Runden haben wir. Ja, und bei mir hier im Dachgeschoss. Boah, scheiße, Mensch. Sollte ich vielleicht doch mal auf die Karte gucken. Gibt's ja eine Karte, ja. Sehr nice. So, starten sie gerade schon wieder. Sehr gut. Und wir sind nach einer Runde in Führung. Und das auf dem höheren Schwierigkeitsgrad. Du behauptest dich gut an der Spitze. So, okay, da hat uns schon wieder einer überholt. Das ist ja auch ein R80 gerade so. So, hier die Kurve war ziemlich schnell gewesen. Und danach gleich abbremsen, wa? Muss man nur aufpassen. Denn da neigt das Auto zum Driften. So, na, wer weiß, was das mit dem SRS geworden wäre. Hello. How are you? Sorry. Attention, ich hab's eiliger. So, sehr schön. Den haben wir schon mal hinter uns gelassen. Und hier war auch so eine ziemlich krasse Spitzkehre. Aber die haben wir ja prickelnd gemeistert. Ja, Mensch, Leute, ey. Es macht gerade so einen Spaß hier mit diesen richtig schnellen Autos. Da wird das Spiel auf jeden Fall so richtig mega. Und macht echt unglaublich Spaß. Also mir gefällt es super. Jetzt gerade hier so die letzten WSR-Events. Ich fand es von Anfang an einfach nur geil. Auch wenn diese Cockpit-Kamera nicht dabei war. Aber sei es mal drauf geschissen. Ich finde es trotzdem mega. Einfach nur toll. Einfach nur ein tolles Spiel. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich kann es nur als Kauf weiterempfehlen. So, sehr nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, wie viel Parts ich jetzt hier schaffe. Ich wollte eigentlich 230 Minuten.
Ja, dann nehmen wir jetzt mal keine Rückblende. Ich wollte eigentlich 2.30. Oh, wir verlieren gerade unsere Stoßstange vorne. Da ist er. Ja, ich wollte eigentlich 2.30 Minuten Parts aufnehmen. Mal gucken, ob ich das hier durchhalte bei den Temperaturen. Weil das weiß ich echt noch nicht. So, und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Und hier kommt wieder die Spitzkehre. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder scharf anbremsen. Ja gut, es war ein bisschen zu früh, ein bisschen zu scharf angebremst. Aber egal, wir sind in der letzten Runde. Und da ist das Ziel. Und da kommen wir angeflogen. Quer natürlich, wie immer. Was sonst? So, 4 Minuten haben wir gebraucht. Nach 4 Minuten. Bruno Silva und Kirkwood und Carter. Alle hinter mir. Direkt hinter mir. Aber wir haben ja schon mal 20 Punkte geholt. Und wir machen natürlich weiter. Verteidige deine Führung. Runde 2 von 4. So. Wow, fast 1700 Kilometer in der Karriere schon runtergerissen. Das ist auf jeden Fall reichlich. Ich muss mal hier mein Mikro mal ein bisschen anders einstellen. So. So, auf geht's. Sag mal, das ist doch ein Lamborghini hier neben mir, oder? Etwas zurückhaltender nach der Grüne. Warte auf die Lücken. Versuch nicht, die Lücken selbst zu schaffen. Das ist kein Audi und das ist kein SLS. Das ist ein Lamborghini, würde ich sagen. Oi, das war aber unfair. Muss das denn sein? So, da haben wir auf jeden Fall sehr hart gebremst. Mach weiter Plätze gut. Oh, da sind wir auf die Kürbs gekommen. Auch da wischt das Auto gleich mal ganz gerne aus. Sei nicht so, oh, das tut mir leid. I'm sorry. Mit WLAN kollidiert. Mit was? WLAN? Bin ich mit WLAN kollidiert? So, wir sind Platz 5. Schönes Harrison Glück. Carter auf der 1. Der nächste kommt gleich. Hallo. Ja, wir haben einen schönen SLS vor uns. So, hier haben wir auch noch einen Audi vor uns, oder? Ja, das durfte... Nee, das ist auch ein... Oder? Nee, ist ein Audi. Habe ich doch gleich richtig gesehen. Kann man echt schwer auseinanderhalten jetzt, die Jungs. So, da haben wir schon wieder fast 300 am Start. Alter Schwede. Zwei Runden zu fahren. 350. Boah, leck mich am Arsch. Platz 1 das ist ja meine Hausnummer. Hol ihn dir. So, und vor uns Harrison Carter, der fährt natürlich schon wieder sein eigenes Rennen, so wie es aussieht. Aber den holen wir uns. Diesmal lassen wir uns nicht einfach so abhängen. Hallo Harris. Hm. Komm, mach Platz, Jung. Nein, ich will doch vorbei. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da ist er. Okay, Tim, du legst auf Platz 1. Oh, Spitzkehre. Okay, hier sind wir durchgekommen. Mich hat auch übrigens jemand gefragt in den Kommentaren, was für ein Lenkrad, also was für ein Winkeleinschlag ich beim Lenkrad habe, eingestellt habe. Das Schöne ist ja bei dem Logitech G25, was ich hier benutze, kann man ja über die Gaming-Software alles nochmal separat einstellen. Und ich habe 390 Grad Lenkradwinkeleinschlag eingestellt. Ja, also bis 900 Grad sind möglich, aber das ist natürlich viel zu viel. So, und ich habe mich bei 390 Grad, habe da ein bisschen getestet und probiert. Das hatte ich ja leider am Anfang vergessen gehabt. Deswegen waren die ersten Parts auch so scheiße, beziehungsweise ich bin so scheiße gefahren. So wie jetzt ungefähr. Ja gut, da können wir wirklich mal eine Rückblende nehmen. Whips. So, und weiter geht's. Aber das Auto lässt sich echt genial fahren. Audi ja sowieso hier, das hat mich ja echt gewundert. Auch der TT, der ganz normale, der war ja unglaublich. Aber der R8 hier ist natürlich auch der Hammer. Absoluter Hammer. So. Können wir ein bisschen Piano hier machen? Müssen wir nicht mal ganz so viel
auf Push fahren, weil wir sind auf Platz 1 und es ist die letzte Runde und das war auch die letzte Kurve, beziehungsweise hier die kleine Rechtskurve noch. Und jetzt kommt nur noch die lange Gerade und dann fliegen wir hoffentlich mit 350 durchs Ziel. So. Jawohl. Ja, nächsten 20 Punkte. Du hast den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Niemals. So, dritte Runde. Weiter geht's. Wir ziehen das jetzt hier einfach knallhart durch. Hier wird jetzt ein Rennen nach dem anderen durchgeballert. Bis wir hier im WSR-Finale stehen und dann lassen wir es richtig krachen. Hoffe ich doch zumindest. So. Gut. Number 3. Und auf geht's, ab geht's. Ah, der Audi neben mir ist schon mal irgendwie besser gestartet. Also das Geheimnis habe ich auch noch nicht rausgefunden. Das war schon mal. Das ging schon mal. Da haben wir nicht gerade den optimalen Winkel gehabt. Da war alles andere, aber keiner idealen Linie. So, die Jungs, die bremsen nochmal etwas früher, das ist immer das Schöne. Also vor den Kurven kann man wirklich perfekt überholen. Du musst die Ruhe bewahren. Du bist mit Lucien Galfione kollidiert. Lucien Galfione. Gut, du bist ganz dicht hinter den Top 3. Pizza Galzone. Alter Schwede, da macht ein Geier hier vorne. Okay, du bist in der Top 3. Leck, da stand ja. Oh nein. Kannst du mal, sorry, ja. Oh, eine kleine Stoßstange. So, irgendwie sind wir noch auf Platz 3, was ist hier los? Bruno Silva und Harrison Carter machen ja ihr eigenes Ding, aber nicht. Sorry. Aber nicht mit mir. Hol ihn wieder ein und setz den Konter. Hello guys, I'm okay, here. Dieser Fehler hat Zeit gekostet. Fahr jetzt ein sauberes Rennen. Ja. Das Beste, ich versuche jetzt ein sauberes Rennen zu fahren. Sehr gut, das ist Platz 2. Ups, das tut mir sehr leid. I'm so sorry. But I'm fine. Wie sieht's aus eigentlich hier vorne mit dir? Du hast wohl gar keine Lust, mich vorbeizulassen heute. Ups, da bin ich wohl inne vorbeigeflutscht. Ja, kann man nichts machen. So, diesmal nur zwei Runden. Halte deine Position, das heißt, das ist jetzt schon die letzte. Okay. Sehr lange Rechtskurve, vor allen Dingen sehr schnell. Müssen wir echt aufpassen, wenn wir hier diese kleinen Bippos erwischen, dann kriegen wir mal gleich eine Zeitstrafe. Und gedriftet. Das mag er. So, ein Drift-Contest haben wir ja auch noch. Na, da bin ich ja mal ganz gespannt. Ah, oh, wie ich das hasse. Driften ist wirklich nicht meine Stärke hier. Nein, da wollen wir doch lang. So, immer noch Platz 1. Mensch, ist mir hier noch ein Schwierigkeitsgrad holen. Da bin ich ja schon auf schwer dann. Gibt's ja gar nicht. Das dürfte eigentlich fast die letzte Kurve sein. Hier haben wir noch eine kleine Spitzkehre, da driften wir noch mal ganz geschmeidig durch. Ach, und komm hier, da drücken, ziehen wir auch noch mal die Handbremse und driften ein bisschen. Was soll der Geiz? Und hier machen wir es gleich noch mal. Ui, das hat nicht geklappt. Aber hier können wir noch mal. Jawohl, Baby, so geht das doch. Geil. Ach, ich liebe dieses Spiel. Best Game ever. Sehr schön. Platz 1.
So, nächsten 20 Punkte. Ja, und da können wir das letzte Rennen... Na, verlieren können wir es nicht. Ein paar Punkte müssen wir noch holen. Ganz, ganz durch sind wir noch nicht. Ganz sicher ist die Sache noch nicht. So, und... Oh, mir steht das Wasser hinter den Löffeln. Du musst eng und kontrolliert um die Kurven kommen, sonst landest du im Kies. Auf geht's, Jungs. So, was ist mit dir hier? Ja gut, der SRS hat natürlich viel mehr Leistung erstmal, oder beziehungsweise viel mehr Drehmoment, weil er hat einen viel größeren Motor als ich. Oh, da kommen wir auch in den Hut vorbei, du. Was ist denn hier los? Damit bist du in der Mitte des Feldes. Sorry, but I must have okay, no time, tea time. Du bist mit Harrison Carter oh Mann, Harrison, mach doch mal nicht so eine Welle komm jedes Mal. Ins Dritter Platz, push weiter. Ja, zweiter Platz und zack, da machen wir hier kurz zu und innen auch wieder zu und wieder innen zu und außen zu und das ist ja, oh, sau, und Harrison ist schon wieder dran vorbei. Mensch, was macht er denn nur? Und, oh, hier über der Kuppe, gleich die Kurve, das kann ich vielleicht leiden. Harrison, bisschen Zusammenriss bitte. Oh, 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 oh. Dein Ausflug hat dich Zeit gekostet. Ja, nur gut, dass wir kein Allrad haben. Oder haben wir Allrad? Ich glaube, der 8 hat sogar Allrad. Ich weiß gar nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren. Aber ich denke mal, das gute Stück hat auf jeden Fall Allrad. Wenn er hier schon als Grip an oder beziehungsweise mit Grip angegeben ist. So. Manu, ist ja voll langweilig mit euch. Die erste Runde ist vorbei und du ziehst davon. Ja, haben noch zwei. Oh, da gehen wir hier mal ganz geschmeidig in das Körfle. Uiuiuiui. 5 Sekunden vor Platz 2. Ja, das kann ich aber auch nichts dafür. Ich bin immer so scheiße gut und schnell. Da ging es doch rechts rum. Ich muss nachher noch mal ganz kurz gucken nach dem Schwierigkeitsgrad. Das kann doch nicht angehen hier, dass die Jungs hier so schlecht fahren oder ich so gut. Ich weiß es nicht. Ach, wir belassen es einfach bei dem, ich bin so gut. So. Left Corner. Attenzione, attenzione, attenzione. Zack. Oh, lololololo. Attenzione, right corner. Attenzione, left corner. So nice. Und abgekürzt. Doch nicht, aber kurz gehüpft und außer Kontrolle geraten. Ja, das sollte man alles nicht machen. Oh, Leitplanke. Oh, 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 oh. So, jetzt aber. Okay. So, letzte Runde. Das war die schnellste Rennrunde. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Kommt vor, wenn man Erster ist, dass man da die schnellste Rennrunde fährt. Und nicht Vollgas da durchgefahren. Ich weiß gar nicht. Holla. Ja, ist ja in Ordnung. Wir wissen es doch. So, eine Rückblende haben wir noch. Naja, aber wir haben so viel Vorsprung. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich weiß auch nicht, was mit den Jungs los ist. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Joa. Und Tops. Haben wir dann ziemlich Spitzkehre. Und
Stromdatei. So, jetzt müsste da. Jetzt müssen wir. Ja, wir müssten gleich. Nein. Wir müssen noch rum. Ja, da haben wir wieder abgekürzt, ist ganz klar. So, jetzt müssen wir gleich auf Start und Ziel gerade kommen. Ja, hier vorne nochmal. So eine kleine Kurvenkombination. Aber dann durften wir die Katze im Sack haben. Sehr nice. Sehr nice. So, 4 Minuten 20 haben wir gebraucht. Ich guck gerade schon so auf den Timer drauf. Da stehen noch 8 Minuten. Das ist der erste Platz in dieser Runde. Großartig. Beziehungsweise haben wir so ungefähr 20, 21 Minuten weg. Und da überlege ich natürlich, ob es Sinn machen würde, vielleicht ein WSR-Event pro Aufnahme zu fahren. Das sind wir ja immer so zwischen, sage ich mal, 20 und 30 Minuten. Denke ich jedenfalls mal. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie viele Fans wir kriegen. Ich schätze mal 1 Million. 1,2. So, 2,2. Ne, 22 Millionen 100.000 hat man. Und wir kriegen exakt 1 Million. Exakt 1 Million. Du bist wie ein Champion gefahren. Wie ein Champion. Platz im Finale. Und wer weiß, was da passieren wird. Alles klar, alright, alles klar. Ich verstehe. Vielen Dank für diese Informationen. So, wir haben jetzt. Oh, was haben wir jetzt gekriegt von der Einladung? Die Rennmeisterschaft. ESPN Rennmeisterschaft. 5 Runden. So, was haben wir jetzt hier? Ach, Duellserie. Na, sieh mal einen an. Komm, wir gucken mal, was wir da für ein Auto auswählen können. Ah ja, das wäre dann auch wieder die Geschichte. Na gut. Ist ja kein Problem, ne? So, und ich würde sagen, hier beenden wir den Part erstmal und machen dann im nächsten Rennen weiter mit unserem Audi R8 LMS Ultra. In der Duellserie sind 3 Eventrunden, das dürfte nicht allzu lange dauern. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt dran, helft mir ein bisschen dabei, bekannter zu werden. Teilt meine Videos, fügt sie bei euch zu den Favoriten hinzu. Und ja, wenn ihr neu seid, lasst einfach ein Abo da und die Sache ist gerettet. So, und auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, legendär, meine Pros. Bis dahin, ciao.